Thema Integralrechnung, hier jetzt die Integrationsregel oder Aufleitungsregeln. Also gesucht ist, oder das Ziel ist, dass ihr zu einer Funktion immer die Gleichung der Stammfunktion angeben könnt. Die Stammfunktion ist ja die Funktion, die abgeleitet wieder die Ausgangsfunktion gibt. Also wir drehen jetzt praktisch die Ableitungsregeln genau um. Welche Funktion gibt abgeleitet x hoch 5? Oder welche Funktion ist die Stammfunktion von x hoch 5? 1 Sechstel x hoch 6. Also ich denke, dass man x hoch 6 braucht, ist klar. Woher kommt die 1 Sechstel? Könnt ihr euch schnell klar machen, indem wir die 1 Sechstel x hoch 6 mal ableiten. So, die 1 Sechstel bleibt ja drin, das ist eine Zahl mit Mal. Was ist die Ableitung von x hoch 6? 6 mal x hoch 5. Was passiert? Die 6 und die 6 kürzen sich raus. Übrig bleibt nur das, was übrig bleiben soll, x hoch 5. Also diese 1 Sechstel ist dafür notwendig sozusagen, dass ich dieses x hoch 6 ableiten kann, weil die 6 ja runterkommt, dass es sich verrechnet, sich aufhebt und dass nur die x hoch 5 dann in der Ableitung übrig bleibt. Die Regel lautet also so, x hoch Exponent, der Exponent wird um 1 erhöht, von x hoch 5 auf x hoch 6 und vorne 1 durch den neuen Exponent, also 1 durch 6. Entsprechend Stammfunktion, Aufleitung von x hoch 2 ist dann natürlich 1 Drittel x hoch 3. Oder umgedreht kennt das schon, die Ableitung von x ist 1, deswegen ist die Aufleitung von 1 dann eben x. Okay, weitere Integrationsregeln, die Aufleitung von e hoch x lautet e hoch x. Die Aufleitung von Sinus x ist minus Cosinus x. Ne, immer die Kontrolle machen, leitet mal minus Cosinus x ab, dann seid ihr wieder bei Sinus x. Die Aufleitung von Cosinus x ist Sinus x. Wer sich an dem Kreislauf hier merken will, den kennt er schon vom Ableiten, bloß da waren die Pfeile im Uhrzeigersinn und jetzt sind halt die Pfeile beim Aufleiten gegen den Uhrzeigersinn. Was passiert mit einer Zahl, mit Mal, mit einem Faktor, die dabei steht? Die bleibt beim Aufleiten natürlich erhalten. Ne? Also diese 2 mal bleibt, aus x hoch 2 wird 1 Drittel x hoch 3, verrechnet sich, insgesamt sind wir dann bei 2 Drittel x hoch 3. Eine Zahl mit Plus oder Minus, beim Ableiten fällt sie raus, beim Aufleiten bekommt sie sozusagen ein x. Ne? Immer Gegenprobe machen, die Ableitung von 2x ist ja wieder 2. Und natürlich, wenn ein Funktionsterm aus mehreren Summanden besteht, einfach einzeln aufleiten. Zuletzt noch so die Kettenregel. Okay, also die Stammfunktion von e hoch 2x lautet 1 halb mal e hoch 2x. Wofür diese 1 halb? Ja, machen wir es uns klar. Wir nehmen die 1 halb mal e hoch 2x und leiten ab. Die 1 halb hier bleibt natürlich drin, das ist eine Zahl mit Mal. Die Ableitung von e hoch 2x beträgt e hoch 2x mal 2. Ihr erinnert euch ja immer, der Faktor vor dem x hier oben kommt mit Mal dazu. Die 2 und die 1,5 kürzen sich raus und übrig bleibt das, was übrig bleiben soll, e hoch 2x. Also sozusagen, also wenn ich hier aufleiten will, dann praktisch diesen e hoch kx-Term einfach abschreiben, aber vorne noch 1 durch k. Grundsätzlich bei Sinus und Cosinus ist es genauso. Die Aufleitung von Sinus 2x lautet minus Cosinus 2x, aber mal 1 halb. Hier allgemein. Von Cosinus 2x ist die Aufleitung Sinus 2x mal 1 halb. Immer aus dem Grund, weil beim Ableiten dann eben ja noch dieser Faktor hier auch rauskommt und dann weggekürzt werden muss. Grundsätzlich eine Sache, jede Funktion hat genau eine Ableitungsfunktion, oder die in der Schule behandelt werden zumindest. Aber jede Funktion hat unendlich viele Stammfunktionen. Guckt mal, das sind alles hier Stammfunktionen von der Funktion. Was ist der Unterschied? Hier steht noch ein plus 2, hier ein minus 3. Das fällt beim Ableiten ja aber raus. Insofern haben alle diese Funktionen die gleiche Ableitungsfunktion, und zwar die. Kann man auch grafisch, finde ich, schön verstehen. Diese plus 2, was macht die mit dem Schaubild? Die verschiebt doch nur alle y-Werte, alle Punkte um 2 Einheiten nach oben.
oder um 3 Einheiten nach unten. Für die Steigung ist die Verschiebung ja aber irrelevant. Insofern darf sich diese Verschiebung ja nicht auf die Steigung, auf die Ableitung auswirken.